Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Online-Vortrag der Regionalgruppen Jena und Dresden. Unsere heutige Veranstaltung, Regionalgruppenveranstaltung, beschäftigt sich mit einem Vortrag IPC 4101E. Was hat sich verändert? Referieren wird der Roland Schönholz, aber dazu später noch weitere Informationen. Unser heutiges Team besteht aus der Frau Ili Sau. Sie ist verantwortlich für die Organisation und den Ablauf dieses Online-Seminars und wirkt im Hintergrund, wird alles steuern. Der Referent unseres heutigen Vortrages ist der Herr Roland Schönholz. Er ist FED-Regionalgruppenleiter in Stuttgart. Und unterstützen wird mich in der Moderation der Peter Klare. Er ist stellvertretender FED-Beiratsvorsitzender und Leiter der Regionalgruppe Dresden. Und ich als Urgestein des Fachverbandes Elektronikdesign, Wolfgang Kühn, Leiter der Regionalgruppe Jena. Die Idee, warum in der Form unsere Regionalgruppensitzungen zu machen. Also, wir wollen kontinuierlich das Netzwerk pflegen, auch in Zeiten, wo wir uns nicht persönlich treffen können. Der FED soll für seine Mitglieder und Interessenten sichtbar sein. Pardon. Wir wollen unsere Mitglieder mit kurzen, aktuellen Infos versorgen und natürlich auch neue Dinge, die in der Normung etc. vonstatten gehen, rüberbringen. Wir versuchen, unsere Mitglieder in gemeinschaftliche Aktivitäten dort mit einzubinden und dadurch auch eine Verkleinerung der Distanz durch diese Online-Veranstaltung zu erreichen. Ziel ist es auch, eine Vergrößerung des Teilnehmer- und Referentenkreises zu erreichen mit diesen Veranstaltungen, um, ich sag mal, den FED auch weiterhin virtuell präsent zu halten. Kurze Einführung in GoToWebinar. Also alle Teilnehmer sind erstmal stumm geschaltet. Die Fragefunktion während der Präsentation und die Beantwortung der Fragen erfolgt am Ende unseres Vortrages. Sie können also unten Ihre Fragen eintragen. Wir nehmen die auf, greifen die auf und werden die am Ende durch den Referenten beziehungsweise den Referenten beantworten lassen. Sie können allerdings auch während des Vortrages über die Handhebefunktion sich melden und man könnte dann eine Audioübertragung freischalten. Noch ein Hinweis: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und die Video Übertragung des Referenten und Moderators können Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt auf YouTube nochmal nachlesen. Unser heutiger Vortrag, schon benannt, der Referent ist Roland Schönholz. Er ist in der FED-Regionalgruppenleitung Stuttgart tätig und ich würde jetzt übergeben, dass der Herr Schönholz den Vortrag hält. Roland, übernimmst du jetzt zum Referat? Ja, gern. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Vortrag heute IPC 4101E, Revision E. Ich habe diesen Vortrag vor ungefähr einem Jahr schon mal gehalten. Da gab es die WAM, also das Amendment One, noch gar nicht. Und ich denke, dass wir heute, ja, da gibt es ein paar kleine Überraschungen, die sind eigentlich ganz lustig. Starten wir mal in die IPC rein.
Klicks, jetzt sollte es eigentlich funktionieren und wie immer geht es nicht so gut. So, wenn man sich mal den Gesamttree der IPC-Standards anschaut, dann muss man feststellen, dass dort doch sehr, sehr viele Einzeldokumente existieren und letztendlich die 4101 so ganz klein da unten untergeht, hier irgendwo in dem Baum, in dem im Prinzip die Leiterplattenherstellung und das gesamte Assembly beschrieben sind. Da unten finden wir letztendlich die 4101. Wenn ich jetzt meine Maus sehen würde, wäre das positiv dort unten. Die 4101, aber es gibt da noch andere, die 4104 und die ganze 42er Serie. Und wenn man diesen Tree sich hier nochmal anschaut, dann sind die gesamten anderen Standards hier noch daneben beschrieben, die das Ganze noch mal detaillierter machen. Also auf der einen Seite sieht man hier noch über Kupferfolien, über die Lötstoffmaske, über Bestückungsmaterialien und auf der anderen Seite hier Highspeed-Materialien beziehungsweise die gesamten Oberflächen und alles, was damit zu tun hat. Wenn das Weiterschalten funktionieren würde. Einen kleinen Augenblick. Im Moment streikt mein Rechner und das ist nicht gut. Zack. Wenn man jetzt mal in diesen roten Kasten reinschaut, dann sehen wir, wie gesagt, die 4101, die 4104 und die 42, die sich dann letztendlich um die Flexmaterialien handelt und dreht. Im Moment habe ich hier irgendwie ein Problem. Zack, weiter. Irgendwie ist eine massive Zeitverzögerung drin, die nicht richtig funktionieren will. So, 4101 ist, wie gesagt, Specification for Base Materials for Rigid and Multilayer Printed Boards. Und was ich schon erwähnt habe, ist, wenn man unten nochmal schaut, die 4562A ist eigentlich noch eine ganz wichtige Geschichte, wo man dann letztendlich auf die Kupferfolien schaut, die gesamten Aufbauten, das Treatment und so weiter, da muss man ab und zu auch schon mal in Ruhe reinschauen. Wenn wir uns über die 4101 unterhalten, dann ist es eigentlich noch mal ganz wichtig, vorher noch mal zu schauen auf UL und IPC und auf diese Trennung zwischen den beiden, wobei UL sich ja in erster Linie um das Brandverhalten von Materialien kümmert, um Hartsysteme und thermische Alterung. Und der IPC eigentlich eher in der Produktüberwachung unterwegs ist, in den gesamten Testmethoden, die man braucht für die unterschiedlichsten Sachen. So insbesondere die Themen 650 beschreibt da ja sehr viel. Und die Beschreibung in erster Linie von mechanischen und elektrischen Kennwerten. So, wichtig dabei ist eigentlich, da kommen wir später noch oder noch genauer drauf, von der Revision C zur Revision D, hat UL festgelegt, dass es jetzt ein FR4.0 gibt, das sind die bromierten Flammenhemmer drin und es gibt einen FR4.1, das sind die halogenfreien. Aber ganz entscheidend ist dieser kleine rote Kasten, in dem festgelegt wurde, dass der maximale Anteil an anorganischen Füllstoffen 45% betragen darf. So, und das wurde dann in der Revision C nach D letztendlich in der 4101, der IPC 4101 übernommen. Wenn man jetzt mal in dieses Amendment reinguckt, dann sieht man unter dem Unterpunkt 7.2 mal so die ganzen Keywords, die dort aufgelistet sind und die ganz verschiedenen Materialien, wobei dann in der Mitte natürlich Epoxy mit Woven Glass, also glasverstärkte Epoxy-Dinge, dann letztlich für FR4, 4.0 und 4.1 die richtigen Materialien sind. Da schauen wir aber nachher auch noch genauer rein. So. Wenn man sich die Spezifikationsblätter anguckt, ich habe hier mal das Spezifikationsblatt 21 genommen, dann gibt es immer einen Kopfbereich, in dem man die wichtigsten Daten eines Materials eingetragen hat. Im zweiten Abschnitt darunter sind die Laminateigenschaften dargestellt und im dritten Abschnitt unten drunter geht es um die Prepreg-Eigenschaften. So, schauen wir uns mal erst die Laminateigenschaften genauer an. Da geht es von 1.1 bis runter zu Punkt 14, geht es um Kupferhaftfestigkeit, um die Volumendurchschlagsfestigkeit, Oberflächenwiderstand und so weiter und so weiter. Punkt 14 beschreibt dann letztlich unten die Glasübergangstemperatur, den TG.
Aber entscheidend dabei ist eigentlich, wenn man mal in die Daten direkt reinschaut, dass diese Daten, die dort stehen, wo unterschieden wird zwischen Laminaten kleiner 0,5 mm und Laminaten größer 0,5 mm Dicke, dass diese Werte, die dort drin steht, für alle Spezifikationsblätter für FF 4.0 und 4.1 gleich sind. Diese Daten verändern sich nicht, außer unten der Glasübergangstemperatur, wo man in diesem Fall bei 110 Grad sind. Es gibt dann noch größer 150 Grad und größer 170 Grad, aber da kommen wir nochmal dazu. Aber entscheidend, und das müssen wir uns merken, diese Werte, die dort drin stehen, sind für alle Spezifikationsblätter gleich. Schauen wir mal in die Pre-Preg-Eigenschaften hinein. Dann sehen wir bei den Pre-Preg-Eigenschaften eigentlich nur einen ganz entscheidenden Punkt. Das ist Shelf Life, also die Haltbarkeit von diesem Material. Wie lange ist es haltbar? Und dort unterscheidet die IPC 4101 zwischen Condition 1, wenn man unter 5 Grad das Ganze lagert, und Minimum Condition 2 wären Raumtemperaturlagerung, kleiner 23 Grad, aber bei kleiner 50% relativer Feuchte. Wenn man jetzt bei kleiner 5 Grad das Material gelagert hat, dann muss man es auf jeden Fall vor der Verarbeitung konditionieren. Das heißt, dass keine Betauung in dem ganzen Material auftritt, sodass man sie dann wirklich in vernünftiger Art und Weise verarbeiten kann. Haltbarkeit kann man auch noch kurz erklären. Die Pre-Pregs, in dem Augenblick, wo man das Epoxidharz und den Härter aufbringt, beginnt eine chemische Reaktion, die man eigentlich nur unterdrücken kann. Man kann sie nicht wirklich stoppen. So, also dementsprechend sind diese Zeitangaben wirklich dafür da, dass in der das Material verarbeitet werden kann. Wenn es überlagert ist, kann es durchaus passieren, dass es nicht mehr richtig klebt und dementsprechend ein Multilayer-Verband nicht vernünftig funktioniert und es zu Delaminationen kommen kann. So, kommen wir jetzt mal zu der Veränderung Revision C zu Revision D. Das heißt vom August 2009 zum Juli 2015. Und da sind zwei entscheidende Punkte drin. Vorher hat man immer gesagt, naja, bei den einfachen Spezifikationsblättern, zum Beispiel 21, da ist es NA not applicable, also nicht anzuwenden, ob jetzt Füllstoffe drin sind oder nicht. Des Weiteren hat man damals noch gesagt, die Maximum Operation Temperature, zu der kommen wir später nochmal, da ist es auch eigentlich egal, wie die aussieht. Und der dritte Punkt war, das Secondary Harz System 2 war auch nicht bestimmt. Lediglich bei der Operation, bei der Maximum Operation Temperature hat man dann gesagt, naja, bei TG 150 Materialien, das sollte man AABUS, also mit dem As Agreed Between User and Supplier, also mit seinem Hersteller mal vereinbaren. Und für TG 170 Materialien hatte man damals 130 Grad festgelegt. Das sind aber Werte, die aus der UL kommen. Wenn man sich jetzt die Veränderung ansieht, dann ist von C nach D plötzlich hineingekommen, dass die einfachen Materialien ungefüllt, also Filler, nur noch kleiner 5% sein dürfen und dass es verboten ist, ein Secondary 2 Hartsystem einzusetzen. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen. Weiterhin ist noch wichtig, dass diese Maximum Operation Temperature in der Revision D überhaupt nicht mehr angegeben wurde. Die hat man einfach ersatzlos gestrichen. So, die Auswirkungen dazu, die sehen wir jetzt, wenn man mal das Spezifikationsblatt 21 angeschaut hat, dann konnten eigentlich alle Materialien, die gelistet waren, die 21 ersetzen. Egal, ob da jetzt Füllstoffe drin waren oder nicht. So, mit der Revision D, die jetzt rausgekommen ist, funktioniert das natürlich nicht mehr, weil die Festlegung ist, dass ungefüllt heißt kleiner 5% Füllstoff drin. So, dementsprechend musste man jetzt einen Stichtag festlegen. Das ist der 31.12.2016. Alles, was vorher war, gilt noch die Regelung, dass die Substitution durch im Grunde genommen alles erfolgen kann. So, nach diesem Stichtag, wenn die Zeichnung danach erfolgt ist, funktioniert das nicht mehr. Kommen wir jetzt zur Systematik hinter diesen ganzen Zahlen. So,
Wenn man sich im Grunde genommen die Epoxy-Woven-Glas-Gruppe anschaut, dann gibt es da zunächst einmal dieses Urgestein sozusagen. Also es ist die Nummer 20, 22, 23 und 27. Wobei nur die Nummer 20 wirklich relevant ist für Materialien, die in der Elektronik in der Leiterplatte eingesetzt werden. Und jetzt leitet sich im Prinzip aus der 20, leitet sich jetzt die 21, die 24 und die 26 ab. Und alle haben im Prinzip den gleichen Flammhemmer drin, also sind bromiert, allerdings RuHS-konform, das heißt mit TBWA, also mit Tetrabrom Bisphenyl A, jetzt haben wir es wieder, chemisch gebunden. So, das ist heute noch zulässig. Sie haben alle keinen Füllstoff, in Anführungsstrichen keinen Füllstoff drin, also kleiner 5%. Und sie haben alle im Prinzip die gleichen Anforderungen an die Epoxy-Systeme. Der einzige Unterschied ist, dass die 21 ein TG größer 110 Grad haben muss, dass die 24 ein TG größer 150 und 26 größer 170 Grad haben muss. Ansonsten sind diese Systeme alle gleich. Wenn wir uns jetzt anschauen, was sich aus der 21 ableitet, dann kann man sehen, dass aus der 21 sich im Prinzip die 97 ableitet und aus der 97 wiederum die 101, die 121, 22 und 127. Und der Unterschied ist immer eigentlich nur, dass man schaut, ob Füllstoffe vorhanden sind, ob es ein gefülltes Material ist oder ein nicht gefülltes und ob man Brom als Flammhelmer benutzt oder ob man mit einem halogenfreien Flammhelmer arbeitet, also einer Phosphor- und Stickstoff Mischung arbeitet, um den Flammschutz zu erzeugen. Entscheidend ist allerdings, wenn man diesen grauen Balken sich nochmal anschaut, dass es gemeinsame Merkmale für diese Laminate gibt. Und die gemeinsamen Merkmale für größer 0,5 Millimeter Dicke sind, dass man eine Decomposition Temperature hat von mindestens 310 Grad, dass der CTE in der Z-Achse unterhalb und oberhalb von TG festgelegt ist, dass man eine Time-to-Delamination bei 260 Grad mit 30 Minuten, mindestens 30 Minuten festgelegt hat, genauso wie eine T288-Zeit von 5 Minuten. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter und schauen uns die Nummer 24 an. Dann ist es im Prinzip wieder genau die gleiche Situation. Aus der Nummer 24 leitet sich die Nummer 98 ab, wobei die Nummer 98 sich nur dadurch unterscheidet, dass sie ein zusätzliches Hartsystem darin haben darf, also dieses Secondary 2 Hartsystem drin haben darf. Und aus der 98 leiten sich dann ab die 99, die 124, 25 und 128. Wieder genau das gleiche Prinzip dahinter. Das heißt, wir schauen wieder nur auf die Flammschutzmittel. Es sind bromierte Flammschutzmittel mit Füllstoffen, bromierte ohne Füllstoffe, halogenfrei ohne Füllstoff und halogenfrei mit Füllstoff. So, schauen wir auf die gemeinsamen Merkmale für Laminate größer von 0,5 Millimetern. Dann sehen wir, dass die Decomposition Temperature jetzt angehoben ist. Wir haben jetzt 325 Grad, das heißt, das Material ist ein bisschen thermisch stabiler. Und wenn man insbesondere schaut unten auf die Time-to-Delamination, dann sieht man auch da, dass jetzt bei T288 5 Minuten gefordert werden und dass wir schon bei T300 sagen, man müsste es eigentlich mit den Lieferanten vereinbaren. Was ich oben nochmal durchgestrichen habe, die 83, die 94 und die 95, das sind so historische Schätzchen, die da drin sind, die auch andere Flammhemmer drin haben. Man hat da mit Aluminiumhydroxid zum Beispiel gearbeitet. Das ist jetzt eigentlich alles gestrichen worden, das ist rausgeflogen. Die finden Sie in der Form nicht wieder. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen zur 26 mit einem TG von 170 Grad, dann sehen wir im Prinzip wieder das gleiche Prinzip, nur dass jetzt diese Zwischenstufe fehlt und wir gleich von der 26 in die 126, 129, 130, 131 einsteigen. Und auch da wieder das gleiche Prinzip. Bromiert, gefüllt, bromiert, nicht gefüllt. Halogenfrei gefüllt, halogenfrei nicht gefüllt. Das sind grob gesagt die einzigen Unterschiede dieser Materialien und dass die gemeinsamen Eigenschaften hier von den Laminaten größer 5 mm nochmal wieder verschärft wurden. Das heißt, bei der Decomposition Temperature sind wir jetzt bei 340 Grad
Und unten kann man sehen T300, also die Time to Delamination. Da müssen diese Materialien jetzt zwischenzeitlich mindestens 2 Minuten aushalten. Was jetzt in diesem Amendment 1 von der Revision E ganz neu ist, dass 2 Materialien aufgenommen wurden, neu aufgenommen wurden, die Nummer 72 und 73, die nicht mehr so ganz in dieses Schema reinpassen. Also bis zur Revision D hatte ich immer den Eindruck, ich hätte die Systematik verstanden, die hinter diesen ganzen Zahlen steckt. So, jetzt habe ich eher den Eindruck, man bastelt da wieder was rein. So, 72 und 73 unterscheiden sich eigentlich nur in diesen Secondary Hard-Systemen. Vielleicht muss man da auch nochmal drauf eingehen. Wir haben ein normales Epoxidharz und ein difunktionales Epoxidharz. Das ist so die Grundmasse. Und in diese Grundmasse kann man andere Harzsysteme einmischen, Epoxidharze, also multifunktionale, die dann eine stärkere Vernetzung der einzelnen Kettenmoleküle untereinander erzeugen. Und dieses Secondary 2 ist jetzt nochmal ein Harzsystem on top, wo man unterscheidet, ob das jetzt ein Cyanester sein kann oder ein Non-Epoxy, also dass man wirklich nochmal Dinge dort einmischt, die die Materialien nochmal stabiler machen. So, und darin unterscheiden sich die 72 und die 73. Und zusätzlich hat man noch eingebracht die Permeativität, also Epsilon R, im Prinzip Festlegung, dass wir dort bei 10 Gigahertz, was interessant ist, bei 3,9 wären, beziehungsweise bei 4,0. Das heißt, wir haben da schon ansatzweise ein Material, was eher in dem Hochfrequenzbereich angesiedelt ist. Fassen wir das nochmal ganz grob zusammen, dann kann man eine ganz vereinfachte Darstellung einfach mal so wählen. Wir unterscheiden also links einfach den TG, Größe 110, Größe 150, Größe 170 Grad. Da gibt es dann so diese Urform von Slash-Sheets, von Spezifikationsblättern. Und dann unterscheidet man eigentlich nur noch ohne Füllstoff, also kleiner 5% Füllstoff drin, oder mit anorganischem Füllstoff maximal 45%. Und hinten einfach nur Flammschutz, bromiert oder halogenfrei. Und so leiten sich dann letztendlich diese Zahlen aus den Slash-Sheets relativ einfach ab. Und man kann halt überlegen, welches Material man denn letztlich zum Einsatz bringen möchte. Ich habe da noch mal eine Übersicht gemacht, so wer kann denn jetzt wen ersetzen? Und das ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte, ne? Wo man früher wirklich sagen konnte, im Grunde genommen konnte man das Splashsheet 21, also das einfachste, eigentlich durch alle anderen ersetzen. Das geht heute nicht mehr. Und dementsprechend habe ich mal diese Tabelle ausgearbeitet, wo man einfach sehen kann, wer kann denn wen ersetzen. So, jetzt kommen wir zu dem wirklich neuen. Das ist dieser kleine Kasten. Den fand ich sehr überraschend, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, mit dem Amendment 1. Das ist plötzlich ein Epoxy Woven Glas mit 150 RTI, also mit dem relativen Temperaturindex 150 gibt. Dort gibt es ein 151, 52, 53, 54 Slash-Sheets, die ganz neu aufgenommen wurden in die 4101. Wenn man da sich mal genauer reinschaut, sieht man eigentlich wieder die gleiche Systematik. Wir haben wieder bromiert, halogenfrei mit einem TG von 150, beziehungsweise bromiert und halogenfrei mit einem TG von 170 Grad. Und wir haben gemeinsame Eigenschaften, die diese Materialien erfüllen müssen, auch dort festgelegt. Interessanterweise gab es dann wohl wieder einen Paste-and-Copy-Fehler. Bei der 153 haben sie reingeschrieben, dass das Material eine T300-Zeit von 30 Minuten überleben soll. Ich glaube, es gibt kein TG150-Material, was diese Anforderung überhaupt schaffen kann. Also da ist ganz eindeutig, ich sag mal, ja, da steht ein Fehler. Also bitte nicht drauf reinfallen und bitte nicht eure Leiterplattenhersteller mit 153 quälen. Kommen wir nochmal zum Temperaturindex, zum relativen Temperaturindex. Der ist wieder festgelegt bei UL. UL, die sich um Alterung von Materialien und Brandeigenschaften kümmern.
Und der relative Temperaturindex beschreibt eigentlich nur die thermische Alterung von Kunststoffen. Und das Ganze wird gemacht, indem man im Prinzip einen Kandidaten A hat, von dem man weiß, wie er altert, und einen Kandidaten B dagegen hält und schaut, ob der ähnlich ist oder sich ähnlich verhält. Und dann sagt man daraus, dass ein bestimmter RTI festgelegt wird. Wir schauen uns gleich noch an, wie das geht. So wichtig dabei ist eigentlich nur die Einstufung geht, ne, wir haben 50% Eigenschaftsverlust vom Ausgangswert nach 100.000 Stunden bei 130 Grad Auslagerung, beziehungsweise 60.000 Stunden bei 140 Grad Auslagerung. So, wie bestimmt man so ein RTI? Ne, vorher noch dieses schöne Zeichen. Unten in der Grafik sehen wir noch so diese abfallenden Kurven. Dort ist zum einen mal der Impact Strength, also im Prinzip die Schlagzähigkeit, gemessen worden, der Tensile Strength, also die Zugfestigkeit, und Electrical Breakdown, also im Prinzip Durchschlagsfestigkeit. Das sind so die Dinge, die man gemessen hat, zum Beispiel nach 60.000 Stunden, wie in diesem Fall. Und das, was man sieht, ist, wie gesagt, die Kontrollkurve A, die dort ansteigt, und dazu wirklich der Kandidat B, die einfach eine ähnliche Steigung haben, und daraus leitet man dann letztlich den RTI für dieses Material ab, was in diesem Fall dann irgendwo 140 Grad wären. Eigene Versuche zu dem Thema habe ich natürlich auch mal gemacht in meinem früheren Leben. Und das Ganze geht im Prinzip, dass man eigentlich Materialien bei verschiedenen Temperaturen in den Ofen steckt. Wir haben damals gewählt 120, 140 und 160 Grad. Und man lagert sie einfach aus und nach bestimmten Zeiten misst man einfach deren Eigenschaften. So, und das Ganze geht jetzt im Prinzip nach einer Arrhenius-Funktion. Und wenn wir uns Arrhenius anschauen und den Arrhenius durchlogarithmieren, dann sieht man, dass im Prinzip zum Schluss eine Formel rauskommt, die heißt so ein bisschen Logarithmus der Zeit ist minus Steigung mal 1 durch t plus eine Konstante. So, das kennen wir alles noch aus der linearen Algebra, wo wir dann sagen können wirklich, ne, so y ist minus m mal x plus b, wobei k im Prinzip die relative Reaktionsgeschwindigkeit ist und Ea die Aktivierungsenergie. Und daraus kann man einfach ableiten, die relative Reaktionsgeschwindigkeit bedeutet, mit zunehmender Temperatur reagieren Dinge natürlich wesentlich schneller. Und zunehmende Temperatur bedeutet eigentlich nur, dass die Aktivierungsenergie höher ist. Wenn man das Ganze jetzt mal in der Grafik nochmal sieht, dann, wenn man das in einem Diagramm Logarithmus Zeit über 1 durch Temperatur aufträgt, dann ergibt das so eine Gerade. Und diese Gerade kann man dann wiederum überführen in dieses Diagramm, was wir vom RTI kennen. Logarithmus der Zeit über Logarithmus der Temperatur gibt dann auch eine Gerade. Und wenn man zwei Materialien hat, die eine annähernd gleiche Steigung hat, dann kann man daraus einfach ableiten, wie der Eigenschaftsverlust nach einer bestimmten Auslagerungszeit sein darf. Und RTI sagt, 50% Eigenschaftsverlust sind noch zulässig nach 60.000 Stunden bei 140 Grad beziehungsweise 100.000 Stunden bei 130 Grad. Warum erzähle ich das jetzt alles und hole so schrecklich weit aus? Weil, wenn man sich Temperaturbeständigkeit von Materialien anschaut, gibt es eigentlich drei Werte, die entscheidend sind. Das eine ist der TG, also der Glasübergangspunkt beziehungsweise Bereich, muss man ja sagen, der eigentlich nur bestimmt, wann das Material weich wird. Epoxidharz ist nun mal ein Duromer, also ein vollständig vernetztes Material. Es ist nicht wie ein Thermoplast, der wieder aufschmilzt, sondern er wird eigentlich nur weich. Das heißt, die Kettenmoleküle, dieses ganze Netzwerk, bekommt so viel Energie, dass es anfängt, sich wirklich wieder bewegen zu können. Es wird weich. Aber es schmilzt nicht auf, sondern irgendwann zersetzt es sich. Und das wäre zum Beispiel die Decomposition Temperature, das Bild in der Mitte, wo wir dann einfach sehen, bei einer bestimmten Temperatur sieht man, dass ein Gewichtsverlust auftritt, und definiert ist einfach, wenn man 5% Gewichtsverlust hat, diese Temperatur nimmt man. Die kann man relativ genau bestimmen, deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Wert. So, der nächste Wert, der noch richtig interessant ist, ist natürlich Time to Delamination. So, man heizt die Kurve relativ schnell auf und dann hält man bei einer bestimmten Temperatur, zum Beispiel 288 oder 300 Grad, die Temperatur konstant.
dann sinkt die Probe so ein bisschen in sich zusammen, weil sie halt weich ist. Und irgendwann delaminiert sie. Peng. Und genau diese Zeit kann man messen zwischen, ich fange an, die Temperatur konstant zu halten und schaue, wann es delaminiert. Das sind Aussagen über das Material, wie thermisch stabil es ist. Das, was wir geprüft haben bei einem TG150-Material, ist, dass wir wirklich elektrische Eigenschaften getestet haben, mechanische Eigenschaften und so weiter und so weiter. Und wir haben insgesamt 511 Tage das Material bei 120, bei 140 und 160 Grad im Ofen gehabt. Und 511 Tage sind immerhin anderthalb Jahre. Und das, was wir feststellen konnten, ist, dass wir eigentlich an den mechanischen Eigenschaften und elektrischen Eigenschaften, das, was UL prüft, eigentlich nicht wirklich was feststellen konnten. Aber das, was wir deutlich gesehen haben, ist, dass die T288-Zeit massiv in den Keller gefallen ist. Und wenn man sich das mal anschaut, dann haben wir bei 160 Grad und einem TG150-Material, also wir sind 10 Grad über TG, dann fällt diese Zeit von anfänglich 10,5 Minuten innerhalb von 112 Tagen auf 0,5 Minuten zusammen. Das heißt, das Material verändert sich massiv. Das Gleiche kann man im Prinzip bei der Decomposition Temperature sehen. Die Auslagerung auch da, wenn man auf die 160 Grad guckt, bricht das auch massiv zusammen. So, die Aussage dahinter ist eigentlich nur, wenn man diesem TG zu nahe kommt oder womöglich über dem TG liegt, so, dann wird das echt schwierig mit diesen Eigenschaften. Also das Material verändert sich. Und dementsprechend habe ich halt gesagt, Maximum Operation Temperature ist sehr fraglich. Die Maximum Operation Temperature hängt mit dem RTI so zusammen, dass sie nicht oberhalb des RTI liegen darf. Der RTI wird von den Laminatherstellern ausgearbeitet, zusammen mit UL. Und Leiterplattenhersteller dürfen sich jetzt diese Maximum Operation Temperature in ihre Yellow Card schreiben lassen. Und die sagt halt, dass es die Temperatur bei Continuous Uses, also die dauerhafte Einsatztemperatur. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht, wie das Ganze gemessen wird, dann sieht man hier einen kleinen Coupon, der verschiedene Kupferpads hat, verschiedene Leiterbahnen hat. So, das Ganze wird bei MOT dann letztendlich für einige Zeit in den Ofen gelegt, bei verschiedenen Temperaturen. Also hier unten sieht man dann, wenn man 10 Tage auslagert, dann muss man 273 Grad plus diese Angaben dort nochmal drin haben, beziehungsweise es geht ein bisschen sanfter, dann muss man 56 Tage drin bleiben bei der Temperatur. Und die Ausfallkriterien sind halt einfach nur keine Blasen, keine Risse im Material, keine Auflockerung, keine Delaminationen. Und wenn dieser Coupon das alles überlebt, dann bekommt man ein MOT eingetragen von 150 Grad. Zwischenzeitlich gibt es 6, 7 verschiedene Materialien, die einen RTI von 150 Grad haben. So. Und wenn ein Leiterplattenhersteller jetzt dieses Material nimmt, könnte er sich ein MOT von 150 Grad eintragen lassen. Und wenn ich mir vorstelle, man macht das mit einem Material, das nur ein TG von 150 Grad hat, halte ich das für sehr risikobehaftet, um es vorsichtig auszudrücken. Kommen wir nochmal zur Zusammenfassung des heutigen Vortrags. Wenn man sich die 4101 anschaut und die Systematik dahinter, dann kann man eigentlich nur festhalten, es geht eigentlich nur um den TG, größer 110 Grad, die einfachen, die mit TG-Materialien größer 150 Grad und die Hoch-TG-Materialien mit 170 Grad. Die Frage ist dahinter eigentlich nur, sind Füllstoffe drin, ja oder nein, und welches Flammschutzmittel ist verarbeitet worden. Das ist im Groben gesagt zunächst einmal die gesamte Systematik, die dort hinter steckt. So, in den Laminat-Spezifikationsblättern für FF4.0 und FF4.1 sind alle Angaben zu den Eigenschaften, zu den minimalen Eigenschaften für alle Spezifikationsblätter gleich.
So, die meisten Spezifikationsblätter steigen die in den meisten Spezifikationsblättern steigt die Anforderung an die gemeinsamen Eigenschaften. Und das ist jetzt mal wichtig, wenn ich zu Materialien komme, die, ich sag mal, stärker belastet sind, insbesondere thermisch stärker belastet sind, dann muss man zu höheren Nummern gehen, so dass man einfach dort ein bisschen mehr Sicherheit hat. Und dann guckt man sich halt insbesondere an TD, die Wärmeausdehnung in der Z-Achse und die Time to Delamination. So, wichtig ist eigentlich noch in der Revision, in dem Amendment 1 wurde jetzt eingeführt, mit diesem RTI 150 gibt es jetzt FR4 15.0 und FR4 15.1. Und das bedeutet, dass man sich ein MOT von 150 Grad eintragen lassen kann. Aber, und jetzt nochmal mein großes persönliches Aber, mit einem TG, mit einem 150 Grad TG-Material würde ich niemals das Material dauerhaft mit 150 Grad belasten. Wird vermutlich irgendwann schief gehen. So, damit bin ich mit meinem Vortrag so gut wie durch. Conselix darf ich Ihnen noch mal vorstellen, ist mein Ingenieurbüro. Ich mache in erster Linie A600 Trainings beziehungsweise die 6012 im Vergleich zur A600. Wir machen kleine Beratungen, metallographische Untersuchungen und so weiter und so weiter. Und ich denke, bei den vielen Zuhörern, die wir jetzt hatten, 42 Zuhörer. Ich denke, viele von Ihnen werden mich schon mal irgendwo gesehen oder gehört haben. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe jetzt mal zurück an Jili, damit sie an den Moderator übergeben kann. Hallo. Ja, ich habe mal meine Stummschaltung aufgehoben und würde jetzt mal die Fragen. Bisher ist jetzt eine Frage eingegangen und zwar, ob der Prepreg Shelf Life unabhängig vom Hartanteil ist. Von Edgar B. ist die Frage. Der Anteil des Harzes spielt vermutlich nicht die entscheidende Rolle. Die entscheidende Rolle ist, welche Harze verwendet wurden. Und dort gibt es Unterschiede. Es gibt durchaus multifunktionelle Harze, die sehr, sehr viele Verbindungen quer, also man nennt das Crosslinking, sehr viele Vernetzungspunkte haben, die dann nicht so lagerfähig sind, nicht so gut stabil und lagerfähig sind, wie ich sag mal so einfache oder difunktionale Epoxy-Systeme. Und da kann man Unterschiede feststellen. Allerdings ist nach wie vor immer noch, oder es muss seitens der Laminathersteller immer sichergestellt werden, dass diese 180 Tage zum Beispiel eingehalten werden, 90 beziehungsweise 180 Tage eingehalten werden bei den Materialien. Also das ist eine Minimumanforderung. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ja, es kam gerade vielen Dank im Nachrichtenfenster. Also wir gehen davon aus, dass es beantwortet ist. Gut. Gibt es weitere Fragen? Gerne auch mit der Handhebefunktion, da würde dann das Audio zugeschaltet. Ah, jetzt gerade. Und zwar von Tobias J. Vielen Dank, Roland. Sehr interessanter Vortrag. Eventuell etwas off-topic, aber es gibt IMS-Materialien mit TG 120 und MOT 150. Kennst du diese Verhältnisse und wie schätzt du es ein? Also grundsätzlich kenne ich mich mit IMS-Materialien nicht so perfekt aus. Aber wenn man das, was ich vorhin gezeigt habe, ist, wir haben wirklich Untersuchungen gemacht, um das nochmal nachvollziehen zu können. Wir haben verschiedene Materialien, wie gesagt, ausgelagert und es war ein Höllenaufwand, diesen Versuch durchzuführen, insbesondere meine Kollegen dazu zu motivieren, 1,5 Jahre zu warten. Und
Daraus haben wir auch gelernt, wir haben zu Anfang eigentlich zu schnell gemessen und zum Schluss eigentlich zu wenig. Aber das, was ich daraus gelernt habe, ist, dass diese Alterung, also wir konnten wirklich nur an zwei Stellen feststellen, dass Alterung stattfindet. Das war T288 und TD. Diese beiden Versuche oder diese beiden Testmethoden haben wirklich angesprochen. Und das hat mir persönlich gesagt, da passiert was. Da ist wirklich in dem Material passieren Dinge. Was wir nicht messen konnten, ist zum Beispiel, dass die Durchschlagfestigkeit zusammengebrochen ist. Oder wir konnten nicht messen, dass die mechanischen Eigenschaften sich schon massiv verändert haben. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben auch nur anderthalb Jahre dahin geguckt. Und wenn ich mir vorstelle, dass manche EMS-Unternehmen dann schon kommen und sagen, wir brauchen aber Garantie, dass das Material für 10, 20 Jahre funktioniert. So, da muss man sich dann schon die Frage stellen, so wie stark kann man das dann wirklich belasten? Und das, was ich, wie gesagt, jetzt aus dem Amendment 1 herausgelesen habe, ist, dass UL da sehr forsch vorgegangen ist und diese FF4 15.0 und 15.1 Materialien eingeführt hat. Und das mit einem TG von 150 Grad, das hat mich dann schon ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei 170 Grad finde ich das in Ordnung. Da gehe ich auch davon aus, 20 Grad unter TG kann man das Material belasten. Das wird es aushalten. Aber dass man mit der maximalen Einsatztemperatur genau auf den TG geht, das halte ich für kritisch. So. Also kurze Rückmeldung. Vielen Dank für deine Einschätzung und deine Antwort. Und eine Anmerkung von Roland H. IMS-Material ist nicht durchkontaktiert, daher ist das Thema bei IMS nicht so relevant. Okay. Gut, gibt es weit? Jetzt kommt. Danke auch dafür. So, das ist auch keine Frage. Gibt es weitere Fragen noch? Supi. Dann, wie gesagt, meine E-Mail-Adresse steht hier auch in der Präsentation drin und auch meine Telefonnummer. Wenn irgendwelche weiteren Fragen zu diesem Thema sind, ich habe mich die eine, letzten. Eine Frage ist noch reingekommen oder eine Anmerkung. Ich lese mal vor von Michael L. Eventuell relativieren sich die häufig geforderten langen Lebenszeiten, weil selten dauerhaft bei hohen Temperaturen belastet wird. Jein, ich habe in den letzten 3, 4 Jahren, und das steigert sich immer mehr diese Anfragen bekommen, insbesondere wenn man sich anschaut, dass die neuen MOSFETs und beispielsweise oder IGBTs, ne, die heute mit Siliziumkarbid oder mit Galliumnitrid aufgebaut werden, Temperaturen erreichen von über 200 Grad und ne, die arbeiten an der Stelle noch, dann stellt sich dann wirklich die Frage, wie stark kann man diese Materialien, wie stark kann man organische Materialien damit belasten? So im Moment macht man noch viel auf Keramik. So, da ist das alles okay. Aber alle wollen im Prinzip weg von Keramik, weil man hat ja nur so eine Nutzengröße, ne? So, man möchte ja gerne auf große Panel gehen, damit alles ein bisschen günstiger wird. Und dementsprechend wird die Frage nach der Temperaturstabilität von FF4-Materialien oder organischen Materialien immer spannender. So, dementsprechend jein. Es gibt da schon Anwendungen, die die Materialien heftig belasten. Gut, Roland, vielen Dank. Wie gesagt, weitere Fragen können dann auch direkt noch gestellt werden. Die Kontaktdaten sehen hier alle. Dann würde ich noch mal was zu den nächsten Veranstaltungen sagen. Jidi, würdest du meinen Bildschirm teilen? Okay, gut. Ich denke, das sehen jetzt dann alle. So, und zwar
Die nächsten Veranstaltungen im März, das sind zwei Veranstaltungen von der Regionalgruppe Hamburg. Einmal die Messung von Ofenparametern und einmal die Automatisierung von der Bauteildatenbank bis zur Bestpreisrecherche. Dann haben wir am 11. März einen Online-Vortrag der FED-Regionalgruppe Berlin. Und zwar geht es darum, um alternative Basismaterialien. Dann haben wir am 17. März einen Vortrag der Regionalgruppe Stuttgart aus der Reihe Kurz und Knackig, schon der 13. Teil immerhin. Und ist aber dasselbe Thema, was wir hier schon mal am 10. März bei der Regionalgruppe Hamburg hatten. Also die Bauteildatenbank bis zur Bestpreisrecherche. Am 24. März wieder von Regionalgruppe Jena in Dresden. Da geht es diesmal um UL Solar Limits. Und dann noch im April auch wieder Jena, Dresden und Österreich diesmal zusammen. Und zwar geht es dort um Kostenfaktoren bei der Herstellung von Leiterplatten. In diesem Zusammenhang dann noch ein weiterer Hinweis. Wir hatten ja im letzten Jahr den ersten Paul Award, wo also junge Schüler, Auszubildende, Studenten dort Projekte einreichen konnten. Im Jahr 2022 wird der nächste Paul Award vergeben und die Anmeldefrist, die läuft jetzt noch bis zum 1.9.2021. Es können also alle, ich sag mal, Elektronikbegeisterten zwischen 15 und 25 Jahre dort mitmachen. Diesmal sind die Kategorien Smart Energy und Energy Harvesting. Und es geht darum, diese Projekte, die dort zur Auswahl stehen, dass die dort bis zum 1.9. im Prinzip eingereicht werden. Die Siegerehrung ist dann im Sommer 2022 geplant. Diesmal dann hoffentlich, sag mal, live, weil die letzte mussten wir Corona-bedingt online veranstalten. Genau, also vielen Dank für die Teilnahme an unserem Online-Vortrag. IPC 441E, was hat sich verändert? Vielen Dank. Dankeschön für die Teilnahme. Bleiben Sie gesund und danke an den Referenten.